Bereits zum 13. Mal haben die Wirtschaftskammer Basel-Land und die Basel-Landschaftliche Kantonalbank zum gemeinsamen Neujahrsempfang eingeladen. Diesmal haben wir drei Verbandspräsidenten kennenlernen. Bei mir ist jetzt Andreas Bergamini. Andreas, ich habe gesehen, bei dir Gebäudehülle Schweiz. Was ist das und was geht es da? Das ist ein Fachverband, der sich vor allem um die energetische Optimierung der Gebäudehülle kümmert. Und unser schweizerischer Verband ist organisiert in 29 Sektionen, unter anderem auch hier im Kanton Basel-Land. Und die Sektion im Kanton Basel-Land, das ist VDWBL, also Verband Dach und Wand Basel-Land. Da bin ich früher auch Präsident von dieser Sektion. Jetzt hat er einen Nachfolger von mir übernommen, das ist der Ritter Matthias. Ist wahrscheinlich heute oben auch da. Gehen wir nochmal auf die Gebäudehülle ein. Das hat in diesem Fall sehr viel mit Energiesparen zu tun. Absolut. Ich denke, wenn wir Energie sparen, wenn wir von dem reden, dann müssen wir zuerst einmal die Hülle dämmen und sanieren. Und dort können wir am meisten Energie sparen. Man redet dort zwischen 50% und 70% als Einsparpotenzial. Also macht es Sinn, dass man zuerst einmal sich die Hülle saniert, bevor man alles andere macht. Starkes Thema, bleiben wir gerade dran, wie geht man da vor? Weil man kommt ja nicht zu dir vom Zentralverband, um sich hier beraten zu lassen. Nein, das ist richtig. Für das gibt es die Energieberater. Wir bilden auch Energieberater aus bei uns im Fachverband. Es hat auch andere Anbieter, die Energieberatung machen. Und die Energieberater, die analysieren zuerst einmal das Gebäude und machen dann einen Vorschlag für die optimale Sanierung, vor allem die energetische Sanierung der Hülle. Super, dann wünsche ich nur noch ein schönes Jahr und spare viel Energie. Das wünsche ich dir auch, danke vielmals. Merci. So, und jetzt haben wir Raimondo Walzer hier. Er ist Vorstand vom Schweizerischen Marktverband Sektion Nordwestschweiz. Jetzt muss ich dich fragen, Marktverband, das heisst für mich, du kümmerst dich um alle die Marktstände, die an all diesen Märkten in den Dörfern immer aufgestellt werden. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass du nicht weißt, was wir machen. Oder? Schliessen sind wir in der Nordwestschweiz, die wir die Märkte teilweise organisieren. Oder? Wenn Gemeinden nicht mehr die Leute haben, um das zu machen, dann übernehmen wir das. Oder? Nicht freiwillig, sondern einfach nur als Notnagel. Oder? Aber dann habe ich es eben schon richtig verstanden, weil ich mag mich erinnern, und das denken die meistens gar nicht, es ist immer ein riesiger Aufwand, die Stände können so zu planen, die ganze Organisation zu machen. Es ist ein riesiger Aufwand, dass man es zuerst mal jemand gemacht hat, dass man überhaupt sieht, ist man tagelang dran, sondern wenn man so einen Muttenzermärt oder so einen grossen Markt macht, ist das eine Arbeit von 2 Monaten, bis alles klappt. Oder? Man muss zuerst Anmeldungen verschicken, dann muss man die teilen, dann muss man warten, bis die Anmeldungen kommen, den sie Teil nicht anmelden, Teil den sie wieder abmelden und man muss immer wieder die Pläne neu machen und durch das ist das eine sehr schwierige Sache und am Markttag hofft man dann, dass alle die kommen, wo sich angemeldet haben. Sonst hat man Lücken und das ist nicht ganz schlecht. Oder? Wie hat sich denn das entwickelt? Gibt es da Kriterien, wenn jemand einen Stand kriegt oder ist in den letzten Jahren, ich mag mich erinnern, was wirtschaftlich schwierig gegangen ist, hat vielleicht eher jemand auf Stricken hökeln und hat gefunden, ich mache einen Stand? Das ist richtig. Also, früher war es viel einfacher, gewesen, so einen Markt aufzustellen. Und heute sind natürlich durch das die Umsätze relativ schwach sind im Detailhandel allgemein. Leiden wir auch darunter. Oder? Und es ist auch nicht mehr so, Teil Mäpfer arbeiten sehr gut und einfach halt sehr viel die am Existenzminimum knagen. Und für das sind wir dann auch da, dass wir denen Arbeitsplätze verschaffen können. Oder? Und so tun wir natürlich mit den Behörden in den verschiedenen Gemeinden zusammenarbeiten. Ob jetzt hier zum Beispiel in Liestal oder weiss gut wo. Also in vielen Gemeinden sind wir eigentlich sehr hilfreich an der Seite einfach. Gut, dann möchte ich zum Schluss doch noch die Informationen ein bisschen haben. Gibt es da eine Webpage, wo man sieht, wo alle Märkte sind oder wie findet man das? Wir haben auch eine App, oder? Also es ist nicht so, dass wir einfach nur so, sonst haben wir auch eine Homepage, oder? www.marktverband und dann kann man auf Nordwestschweiz in alle Märkte so angeben, oder? Sensationell. Also ich finde, etwas Besseres gibt es nicht. Und die Märkte müssen wir unbedingt immer besuchen, weil dort findet man wirklich immer auch das, was eigentlich gerade ansässig ist. Das ist richtig, jawohl. Und es ist soziale Verhalten auf dem Markt. Man trifft sich dort und schwätzt zusammen, was man sonst eben im Internet nicht macht. Oder? Ja, dankeschön. Und da ist der nächste Präsident, und zwar ist es der Präsident vom Verband von der
schweizerischen Papeteristen. Sektion Nordwestschweiz. Okay, das ist ganz wichtig. Und er ist natürlich auch einer der berühmtesten, die wir haben hier in Basel. Wer es kennt, vielleicht das Schmuckenlädeli, wo? Das ist in der Spalen Vorstadt. Also, und das gerade neben dem Spalentor, neben dem Zauberlädeli. Was gibt es bei euch zu erzählen? Was braucht euer Verband an Unterstützung? Ich denke, es ist ein schwieriges Thema, weil man kauft alles in den grossen Läden und ihr sind doch die Spezialisten. Und nicht nur in den grossen Läden, sondern auch auf der Post. Es ist die Gefahr, dass wir eigentlich verkommen zu einem Laden, der alles das hat, wo die Grossverteiler nicht haben. Und mit dem allein irgendeine Grafosfeder 0,2 kann man nicht leben. Aber wenn man treue Kundschaft hat und ich bin einer von denen, der das hat, dann kann man auch so existieren und der Kundschaft dienen und halt, wenn sie einen Wunsch haben, auch das kommen lässt und nicht einfach sagt, das haben wir nicht oder was noch schlimmer ist, das gibt es nicht. Ich habe noch 39 Jahre Fachschule gegeben. Das Einzige, was ich immer gerade am Anfang gesagt habe, ich will das Wort «es gibt es nicht» nicht hören, denn man weiß ja nicht, ob da einer in Südamerika das herstellt. Also man kann mindestens probieren, die Sachen kommen zu lassen und den Kunden bedienen. Und dann, mit dem hat man eine Überlebenschance. Und ich denke, das ist ja auch der Vorteil, gerade wenn man schaut in diesem Ladenlinie. Das unterscheidet sich ja dann vom Laden in der Post, wo es doch ein bisschen anonymer ist. Könnte man eigentlich sagen, dass wie ein Comestible, ein Dorfladenlinie, irgendwo auch eine Papeterie, einen ganz wichtigen sozialen Zusammenhalt in einem Dorf bietet? Also auch in einem kleinen Dorf. Also ich komme jetzt wieder auf die Post zurück. Die Post tut immer mehr zurückschrauben, dass irgendwie ein Lädchen, das auch Papeterie-Waren hat, noch eine Postverteilung hat. Und ich glaube, das bietet eine Existenz. Und wenn wir schauen, dass gerade in kleinen Dörfchen, wo es auch ältere Leute haben, die nicht unbedingt nach Liestal oder nach Pratteln oder nach Basel können sein, dass man dort noch Läden hat, wo man kann einkaufen kann. Wunderbar, Jörg. Letzte Frage. Warum bist jetzt du da? Bist jetzt du da am Unterstützung suchen? Nein, nicht ganz. Also, ich kriege es ja fast nicht weg. Ich bin seit etwa 50 Jahren Vizepräsident und Präsident von diesem Verband. Und es ist schwierig, Nachfolger zu kriegen. Und ich habe vorher am 4. Im Wirtschaftsrat an dieser Sitzung geschafft. Also ich komme nicht nur trinken und Aperitif nehmen. Wie hat denn die Sitzung angefangen? Hast du das erste Mal mit allen Bleistift gespitzt? Erstens hätte ich jetzt gesagt, das gute Basler, es ist ein Rissplay, aber das war nicht nötig, das hat alles schon geklappt und es ist sehr in Minne verlaufen. Gut, also ich hoffe, ihr habt auch den Blausch gehabt. Das war für mich ein ganz spannender Besuch dieses Jahr, weil ich Menschen angetroffen habe, die ich gar nicht gewusst habe, dass es Verbände gibt.